Hallo Freunde, wieder ist mal ein bisschen Zeit zum Sammeln. Kleine Lesehilfe für fast Blinde. Ist die Schrift auf Beipackzetteln oder Verpackungen heutzutage kleiner gedruckt wie früher? Das wäre jetzt mal eine Überlegung wert. Gönnt euch? Nein, heute kein Alkohol. Actionmarkt. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Actionmarkt. Ja, das war sehr lustig. Wir hatten da viel Spaß mit Kumpels. Die haben mich mitgenommen. Ihr wisst ja, ich bin nicht motorisiert. Und naja, da kann man aber trotzdem gemeinsam Spaß haben. Nochmal zurück zu den Getränken. Wenn ich hier gerne mal nebenbei ein Glas Wein trinke oder wenn ich mir auch ein billiges Bier, was ja oftmals dann auch wieder ein Geschenk war, wie soll ich sagen, deswegen ist man, glaube ich, kein Trinker. Viele Leute, die mich nicht mögen, also dafür gibt es auch sehr viele, ich habe eine komische Art, okay, gebe ich zu, ich bin halt einer der Letzten, die das aussprechen, was sie denken, das gibt es nicht mehr in Deutschland. So, komischerweise, diese Leute abonnieren mich. Das sind ja wirklich sogar Ex-Arbeitgeber, Ex-Kollegen. Deswegen erzähle ich das jetzt auch eigentlich bei solchen Leuten auch gar nicht mehr, was ich privat mache. Interessiert sowieso keine Sau, macht euch nichts vor. Die schauen das dann. Und dann heißt es dann, na, der säuft. Also Leute, ihr habt doch die lustigen Videos geguckt mit diesem Vogelschießen da letztens. Also die gingen wirklich durch die Decke. Ich weiß nicht, guckt selber mal rein, da haben manche Videos 50.000 Zuschauer. Besonders bei den Shorts, da ist es aber wohl normal, dass so viele schauen. Keine Ahnung. Ich habe davon keine Ahnung. Ich stelle es nur ins Internet, weil mir das Spaß macht, weil ich gerne filme und ich erzähle gerne. So. Hat da irgendwas bei diesen Vogelschießen-Videos den Eindruck gemacht, dass ich mich da irgendwie besaufe oder so? Okay, das wäre doch auch mein gutes Recht gewesen, wenn 99,9% der Teilnehmer sich dort eben Bier nach dem anderen reinklinken. Und ich das nicht mache, die Mehrheit hat doch recht, oder? Darf man das beim Volksfest? Oder ich schreib's mal in die Kommentare. Wird das dann einem negativ ausgelegt? Ich konnte alleine deswegen schon nicht so viel trinken, weil ich habe ja die Armbrust bewacht und herausgegeben in dem Sinne, hatte also auch eine gewisse Verantwortung, wo der Pfeil hingeht. Und dieser Pfeil ist gerade bei diesem Treffen sehr oft irgendwo anders hingegangen. Egal, geht mir nichts an. Ich stelle bloß mal zur Diskussion, habe ich da irgendwie den Eindruck vermittelt, dass ich mich dazu klinke? Also, ja, übel Nachrede, sage ich bloß. Aber gerade die Leute, die mich nicht mögen, wie gesagt, es gibt da auch welche, die schauen diese Videos. Das ist ein Kuriosum, oder? Gerade die ziehen sich diese dummen Videos rein. Ich meine, wie jetzt zum Beispiel ein Einkaufsvideo vom Actionmarkt. Interessiert euch das? Seppt weg, hatet, was das Zeug hergibt und soll ich ein bisschen ranzoomen? Naja, es fällt doch besser. Vorsicht, ich zoome. Zoomen geht nicht. Ich stelle mich wieder mal zu Teppich an. Doch. Ich hätte hier auch einfach mal die Kamera noch ein bisschen runternehmen können. Ne? Das geht wahrscheinlich genauso. Ja, Technik, Leute, ihr wisst. Also ich weiß bei meinem Handy, wo die Ladebuchse ist, wo man an- und ausmacht. Also schade, andere drucken damit wahrscheinlich Geld, ich nicht. So, dieses Ding hier, ein Turbobrenner. Moi, das ist ja auch wieder ein Wort. TÜV Rheinland Certified. Was, wie? Nicht auf Deutsch? TÜV Rheinland ist doch hier irgendwo bei uns, ne? Denke ich jetzt mal. Wieder auffüllbar, große kleine Flamme und was weiß ich, was das hier, der Ständer hier unten. Also Leute, so ein Ding kann man nehmen, ich werde es weniger zum Basteln nehmen. Ich weiß es noch nicht. Leute, dieses Gerät hier, da ist extra an dem Regal ein Schild. Ich hätte es gerne fotografiert, aber das ist nicht erlaubt, denke ich mir mal. Da steht extra dran, wird nicht verkauft unter 18 Jahre oder waren es 16, ich weiß es gar nicht mehr. Leute, wurde so ein Unfug mit diesen Dingern gemacht. Das ist
die Jugend von heute, ich weiß es nicht. Also, dass man da selbst am Regal einen großen Zettel ranmacht, dieses Produkt wird dort nicht verkauft. Pinsel. Also die braucht er immer. Also ich tue ja viel basteln, mit Farbe romantieren, was reparieren, ach was weiß ich was. Öl drauf pinseln, dafür braucht ihr sowas. Unschlagbar günstig, kommt aus China und wahrscheinlich dafür ein Regenwald weggeholzt und ach, schreibt's mal rein, Leute. Was haltet ihr davon? Darf man im Actionmarkt einkaufen, die China-Produkte? Vernichten wir unsere Umwelt? Ich weiß es nicht. Diese Dinger hier brauchen wir auf alle Fälle. Da ist wichtiges Gas drin. Das brauchen wir auch. Besonders wenn es im Winter kalt wird. Ich pack's gleich mal aus. Hier ist irgendwie gang und gäbe. Ständig wird irgendwo bei den Kumpels oder auch bei mir ein Feuerzeug gesucht. Nie ist eins da. Wenn man es braucht, griffbereit. Leute, wenn man etwas sucht, dann hat man davon zu wenig. Das ist meine Devise. Nicht lange suchen, überall eins hinlegen und fertig. So ein Ding muss in jeder Schublade griffbereit sein. So ist meine Philosophie dabei. Also, es ist wie wenn ich frühst mein Auto suche, dann brauche ich mehr wie eins. Wahrscheinlich wurde es ja geklaut nachts, also ich brauche ein zweites. So, geht? Was soll da nicht gehen? Und an der Tankstelle kostet 1 Euro und hier kriegst du für 99 Cent 5 Stück. Jetzt kennt ihr die Marge an der Tanke. So. Ach, kennt euch. Ich bin schon wieder am Meckern. Egal, das Zeug schmeckt gar nicht mal doof. Sauft ihr das? Gerade die Jugend unter euch. Geht ihr beim Actionmarkt rein? Ich meine, da gibt es ja alles an Getränken, was man sich vorstellen kann. Ich kannte das Zeug nicht. Es ist hinten, oben, also gleich oberer Bereich mit Deutsch beschriftet. Weißtee-Extrakt, bla bla bla, enthält irgendwie Koffein und Honig. Oh, das blendet jetzt hier so, dass ich gar nicht lesen kann. Trotz Brille. Wasser. Fruchtsaft. 5% Fruchtsaft, das ist echt wenig. Aber es schmeckt trotzdem gut. Mann, man soll nicht maulen. Wenn eine Milliarde Chinesen sich davon ernähren, kann es nicht schlecht sein. Wir können ja mal gucken, wo es herkommt. Nein. Hier. Amsterdam, Niederlande. Okay, also eingeführt von irgendwoher. Aber steht wirklich nicht da. Produziert für, ja, das sehe ich auch, aber schade, ich hätte mal gerne gewusst, wo es wirklich herkommt. We can't. Also hier, recyceln. Naja, stimmt. Es ist wirklich hier auch 25 Cent dran. Ich meine, früher gab es ja Dosen, kann ich mich erinnern, berichtigt mich. Da hat dann dieses Zeichen gefehlt und die waren dann extra billig. Die kamen halt damals aus den Auslandsbereichen, wo es keinen Grünpunkt gab. Ne? Also von sehr weit weg. Alle? Ja. Gut, Projekte. Das ist auch so ein Projekt. Wollen wir mal kosten? Ich sabbel euch doch jetzt eh hier eine halbe Stunde zu. Irgendwas zum Naschen, ja, Nervenfutter braucht der Mensch. Ich brauche sehr viel Nervenfutter. Meine Nerven liegen blank. Deswegen rede ich mich auch manchmal so ein bisschen in Rage. So. Mei, das ist ja locker verpackt. Oh, Leckerchen. Oh. Ist das Original Milch? Weil das ist ja der Actionmarkt, das ist ja doch so ein bisschen kein Lebensmittelmarkt. Ja, kann man machen. Milka ist doch urdeutsch eigentlich. Schmeckt wirklich. Deutschland GmbH, Bremen. Kommt das wirklich daher? Schmeckt schon lecker, kann man nicht maulen. Hier ist auch ausländisch hinten drauf. Naja, ich weiß nicht. Okay, Freunde, der Nacht. Ich lege sowas gerne in den Kühlschrank. Miam, miam, ne? Nervenfutter beim Fernsehen. Man nimmt sich dann immer vor, nur eins. Na, nur eins heute Abend. Nein. Man schafft die Verpackung. Könnt ihr
bei einer angebissenen Tafelschokolade aufhören und die weglegen? Würde mich mal interessieren. So, Projekte. Jetzt habe ich davon Nummer 6. Gekauft wurde es deswegen, weil hier eine Bedienungsanleitung mit dabei ist. Irgendwo drin. Also jetzt will wirklich einer oder zwei von den Kumpels wollen jetzt meine Geräte konfigurieren, weil bei mir findet ab und zu nochmal so ganz altmodisch ein DVD-Abend statt oder Videoabend, wie man dazu früher sagte. Komischerweise auch nur bei mir. Ganz oldschool noch mit DVD. Wir hatten sowas noch. Schaut ihr DVDs? Das war so eine runde Scheibe von früher. Ne? Egal. Der Alte erzählt wieder was vom Krieg. Und ich kann bei meinem Gerät nicht alle Funktionen nutzen, wie vorseppen oder vom Sessel aus bedienen, weil diverse Freundinnen immer die Dinger im Wutanfall durch die Gegend geschmissen haben oder verlegt oder weggehauen oder ach, was weiß ich denn. Meistens an die Wand geschmissen vor Wut. Sowas gibt's bei Frauen, ja, die machen sowas. Na egal. Und jedenfalls jetzt wollen die das nochmal konfigurieren, dass man wirklich mit einem Gerät viele Geräte ansteuern kann. Also mit einer Fernbedienung. Na, die wollen das schaffen. Also ich schaffe das nicht, weil das geht doch gar nicht. Weil irgendwie musst du ja dann in einem Zimmerchen sein, immer nur ein Gerät mit reinnehmen, das konfigurieren, raustragen, das nächste mit reinnehmen. Also so müsst ihr euch das vorstellen, weil ansonsten kommen die Geräte durcheinander. Und ach, hast du nicht gesehen? Blödsinn. Das ist so ein Projekt, wenn die das nicht machen, es wird nie. Ich habe davon 5 Stück. So, hier, Nervenfutter, Superchips, Lace, das ist, glaube ich, eine ziemlich große Firma. American Barbecue, meine Fresse. Und das kommt noch mit dazu. Ja genau, hier oben geht es gleich mit Niederlande los, nicht mit Deutsch. Deutsch ist hier unten. Da merkt ihr das, wo das herkommt. Von ganz weit weg. Ach, was weiß ich, hier unten steht es auch irgendwo hier. Man kann es nicht lesen. Marsen oder so ähnlich mit Doppel-A. Egal. Gibt es jedenfalls. Pepsi und Cola. Pepsi und Co. Niederland steht hier noch dran. Die hängt auch mit drin. Na. Erst das scharfe Zeug fressen und damit giftiger Cola nachsprühen. Jawohl. Da werdet ihr 100 Jahre alt. Trotzdem Rinnenhals damit. Und da kommt das nächste. Die haben dort so ein reichhaltiges Grillangebot in diesem Actionmarkt. Grills, Zubehör, Soße in großen Größen, in kleinen Größen. Schmeckt das Zeug? Habt ihr das schon mal getestet? Ich habe mir dann doch nicht getraut, so ein Fläschchen mitzunehmen, weil ich hatte Angst. Ich hatte echt Angst. Ist da Gift drin oder wo kommt das her? Aus China oder Korea? Oder? Nee, ich weiß es nicht. So, jetzt kommt was Wichtiges. Projekt. Ihr wisst, ich bin ja so weit. Bei mir sind inzwischen unter vielen Tischen Rollen drunter. Bei mir sind unter Schränken Rollen drunter. Also bei alten Schränken geht das. Also bei modernen Schränken müsstet ihr erst eine MDF-Platte drunter stellen. Ansonsten, die Dinger sind dafür nicht geeignet. Aber ich will das unter allen Schränken drunter haben. Sollte ich mal umziehen, dann lachen wir bloß noch. Weil wir rollen das Zeug durch die Gegend. So, davon habe ich mir gleich ein paar mehr geholt. Unschlagbarer Preis, Leute. Unschlagbar. So ein Set, glaube ich, Hochdeutsch bitte. Hier, ich habe insgesamt 37 Euro auf den Kopf gehauen, aber das ist ein Schnapper. Geld war da. Noch ist das Monatsende nicht erreicht. Wir werden uns diesen Monat überraschen lassen. So, Rollen, also ich glaube 1,99. Hier, die Fernbedienung 4,99. Leute, ich habe dafür schon über 10 bezahlt früher. So. Das ist wirklich Pinselsatz, 1,99. Hier, mein super Drink hier vorne, 79 Cent. Ja, Pfand, 25, okay, den kriegt er ja wieder. Milka, 2,50. Lecker, lecker. Und hier vorne, ach hier. Oh, also die Tasche hier, 39 Cent. Das ist ja, glaube ich, billiger wie bei Netto. Boah, Kniebandage, ja, kaputtes Knie ist auch da. Also arbeiten, ich muss mich schon. Hier. Alle von diesen Rollen zusammen haben nur 7,96 gekostet. 1,99 ein Set, Leute. Also, da stimmt was nicht. Also,
Ich hätte eigentlich noch mehr nehmen sollen. Also die sind ja unschlagbar im Preis. Also ich glaube, bei diversen Baumärkten, schreibt es mal in die Kommentare, ich habe dafür schon mehr Geld bezahlt. Ich glaube, da war pro Stück so oder irgendwas. So, Kniebandage, genau. Da muss ich mich erstmal schlau machen. Mein Knie ist im Eimer. Keine Sportverletzung, es war die Arbeit. So, und jetzt kommt das Highlight. Die billigste Smartwatch der Welt. Jetzt hätet mal, was das Zeug hält. Hätet, was das Zeug hält? Ist das richtig gesagt? Weiß ich nicht. Smartwatch. Das ist hier von Denver. Hm. Kenne ich nicht, die Firma. Sportliche Leistung. Das wird schwer werden. Tägliche Aktivität und ihren Schlaf. Das ist wichtig, wegen Schlafstörungen. Gehen, laufen, Radfahren, bla bla bla. Analysen mit der App. Standby-Zeit 160 Stunden. Ja, lass uns doch mal überraschen, Leute. Also ich habe die mitgenommen, weil eigentlich ich wollte eine Uhr haben, die ich auch bei der Arbeit umlassen kann. Bei Malern, Spachteln, Putzen, Mauern. Weil dieses gute Stück kostet, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 9 Euro. Ja, 9,95. Geht das doch billiger? Bei Temu vielleicht? Ich weiß es nicht. Schreibt was in die Kommentare, hättet, was das Zeug hält. Das Ding werde ich jetzt erstmal laden und auspacken. Dazu brauche ich ein Messer. Wir schlitzen uns erstmal live vor der Kamera in die Hand. Hat Maler immer am Mann. So, vorsichtig das Ding öffnen. Zack, scharf. Leute, das hat mich gefreut, weil ich hatte eine Smartwatch, aber die ist im Eimer. Die lässt die nicht mehr laden. Das habe ich schon mal in einem Video beschrieben. Ich meine, die war sehr hochwertig. Die hatte Metallarmband und allem Pipapo. Also, die modernen Smartwatch, die haben doch alle bloß so Plastikzeug. Aber das ist halt heutzutage so. Früher wollte man halt eine wertige Uhr haben. Heutzutage muss bloß noch ein Name draufstehen. Hier, abziehen. Komischerweise, das ist immer das Schönste am Ganzen. Woher kommt das? Also, verstehe ich nicht. So, ausgepackt. Und du? So, das ist gar nicht mal so leicht. Das ist, mal gucken, ob doch ein Gewicht hinten dran geklebt. Nein. Also hier, oft gesetzt das Ding hier. Da wird eh nicht nochmal umgetauscht, Leute. Wegen 9 Euro mache ich keinen Terror beim Einkaufen hier. Oh, die ist, also ich hätte jetzt gedacht, die ist leichter. Die wiegt doch was. Wollt ihr das wissen? Kein Moment. Ich habe ja hier so eine Küchenwaage. Naja, die ist nicht kalibriert, ne? So. Na, die Küchenwaage macht das nicht. Okay. Gut, ich wollte das mal schlau tun, aber tut mir leid. Das tut mir leid. Ich wollte jetzt schön. Aber die Küchenwaage macht ja nicht 50 Gramm oder so. Es ist kein leichtes Billigteil, man hat was in der Hand, das freut mich. Das ist schwerer wie dieses Messer hier und das ist mit Metall. So viel dazu. Gut, das wird jetzt erstmal geladen. Hier ist so eine Ladestation. Ja. Und das war nämlich bei meiner letzten Uhr das Problem. Bei mir ist diese Ladestation auf so einem schönen kleinen Magnethalter drauf montiert. Das stand immer früher auf mein Nachttischchen oder irgendwo anders deponiert. Und dann konnte man so schön die Uhr darauf packen. Dann hat sich halt über die Jahre der Nutzung dieser Uhr, und das weiß ich nicht, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das Problem kennt. Diese Pins hier hinten haben sich durchgeschobbert. Durchgepiekt nach innen. Also wie das passieren konnte, das weiß ich nicht. Also das Ding gefällt mir. Also ich hier noch die Werbedinger hier abmontieren hier. Mit Achtung, giftiges Armband und könnte irgendwas Aerosole ausdampfen oder weiß ich nicht, was da immer drauf steht. Ich will es auch gar nicht näher wissen. Schön. Also hier hinten sind die ganzen Sensoren drauf. Schön. Ist da auch noch eine Schutzfolie drauf? Ich glaube nicht. Das gefällt mir. Schön. Der Knopf hier, der ist rot. Das gefällt mir. Leute, ich werde das Ding mal beobachten. Das sieht gar nicht mal so billig aus. Schade, wäre schön, wenn da schon ein bisschen Anfangsspannung drin gewesen wäre. Gefällt mir.
Na jedenfalls, die Pins haben sich bei meiner anderen Uhr durchgearbeitet. Das war traurig. Also, aha, das ist keine Magnethalterung. Das ist so einrasten. Aha, gut. Und hier das übliche halt ein Mindestkabel dran mit 20 cm. Wir werden das dann gleich mal laden. Und ich werde euch mal auf dem Laufenden halten. Das Ding gefällt mir. Das reicht aus für die Arbeit. Das ist doch nicht zu teuer. Dafür, dass mit Putz beschmiert wird und zerkratzt wird beim Möbel hochtragen. Was weiß ich. Leute. Kleiner Abenteuer, Vormittag, hinterher war noch Knackerfressen angesagt in einer Tanke. Wir hatten ein bisschen Spaß. Jetzt gibt es noch ein Käffchen bei mir und dann ist doch schön, oder? Schreibt es mal rein in die Kommentare, was macht ihr so? Sinnvolle Freizeitbeschäftigung, keine Ahnung was. Ich erzähle euch ja gerne irgendwas vom Krieg von früher, was weiß ich. Und bitte mal Daumen hoch von Leuten, die diesen Kanal wirklich mögen und Leute, die mich nicht abkönnen, die nur reinschauen, um anderen hinterher zu sagen, was hat der Depp wieder Dusseliges gemacht im Video? Hat er sich verquatscht? Hat er doof gelabert? Ja, mache ich alles, das gebe ich zu. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der eben auch seine Fehler hat. Und deswegen deabonnieren bitte von solchen Leuten. Besonders hier so die Ex-Arbeitskollegen von Firma B&K hier aus der nächstgrößeren Stadt hier an der Spree, die können doch dann gerne mal De-Abo machen. Leute, ihr habt kein Interesse an mir. Ihr mögt mich nicht. So die teilweise, weiß ich nicht, Vorarbeiter und wer da so mit drinne hing in der ganzen Sache. Ihr mögt mich nicht, ich mag euch nicht. Ich habe auch nicht euch gesagt, ihr sollt abonnieren, sondern es hat sich nur weil ich einem davon erzählt habe, der quasselig war wie ein kleines Baby, musste auch dann diesen Leuten davon erzählen, die mich nicht abkönnen. Also Leute, da stimmt doch was nicht, oder? Und bitte De-Abo, ja? Ne? Nicht, dass ihr diesen Aufstieg dieses Kanals noch live miterlebt, weil ganz offiziell bin ich gemeldet, und das freut mich jetzt irgendwie, dass ich, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. So ist es mit dem Rücken hochgekrochen. Ich mag das hier. Ich mag das ins Internet stellen. Ich erzähle, was ich so kaufe, was ich so ein bisschen denke. Und ja, ich meine, mein Hauptlebensmittelpunkt ist nun mal nicht mehr arbeiten. Die Zeiten sind vorbei. Ich meine, durch Arbeiten wird man kein Millionär. Arbeit führt dazu, dass du dein Leben umbringst. Ja, stimmt, ja. Aber das kann ich auch anders. Und so. Ja, was ist ich? Hier. Das ist doch. Das ist stabil. Und selbst wenn es aus China kommt, aber ich brauche davon auch ein paar mehr. Das ist doch schön. Ja. 30 Kilogramm. Angeblich. 15 Meter hoch. Ja, wo kommt denn das nur her? Wo steht es hinten drauf? In klein gedruckt irgendwo? Made in PRC. Oh, ich wusste es. PRC, ich will es nicht falsch jetzt sagen. Leute, schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich bin halt ein ganz offener Typ. Ich will nicht mit Leuten im Streit liegen. Und deswegen sage ich euch, deabonniert doch bitte mal die mich nicht leiden können. Inzwischen, man kann es ja sehen auf dem Display, wie Leute abonnieren. Und das bringt mir ja Geld. Und wer mich nicht mag, der will mir doch kein Geld bringen. Also, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und meine Ansichten mögen auch nicht immer richtig sein, gebe ich zu. Aber auch ich komme irgendwie durchs Leben. Ne? Tschüss, Freunde. Das war jedenfalls lustig heute, so ein spontaner Einkauf. Schön. Und ich schreibe euch mal, was ich damit gemacht habe. Wie gesagt, das ist für Schränke, für, wie sagt man nochmal, Lautsprecher, dass man die hin und her schieben kann. Ich habe ziemlich große und es sollen nur noch 2-3 große gebaut werden. Ich mag halt Dolby Surround. Jetzt, wo niemand hier ist, kann ich ja endlich das Ding nutzen. Tschüss, Freunde. Viel Spaß.